Moin. Eigentlich wollte ich ein Echtzeitschleifvideo machen. Ist es nicht geworden, aus einem ganz einfachen Grund. Die Reparatur der Schneide allein bei diesem Messer hat 1 Stunde und 15 Minuten gedauert, nur auf CBN80 die Schneide richtig einzustellen. Dieses Messer hier hat nochmal eine halbe Stunde oder so gefressen. Und dieses Messer hat nochmal 5 Minuten gefressen. Wir waren dann fast bei 2 Stunden nur auf CBN80. Das hätte sich niemand mehr angucken können, jemals. Das wären zig Stunden geworden. Das kann ich hier auf dem Handy nicht mehr bearbeiten und schneiden. Das hätte nicht funktioniert als Echtzeitschliff. So, darum ist es keiner geworden. Aber worum es geht in diesem Video und was ihr hier sehen könnt, ist einmal, wie ich für 3 völlig unterschiedliche Messer, das ist dieses Kochmesser hier von Böker Plus, das ist hier dieses Global, was ist das, Nagiri oder sowas? Und dieses kleine Skrama, wie ich die im Volumenschliff schleife. Also alle drei gleichzeitig, auf völlig unterschiedlichen Winkeln und auf ganz unterschiedlichen Finishes. Das mit den Winkeln, das zeige ich gleich, habe ich alles soweit fertig gemacht. Folgende Schwierigkeiten waren bei diesen drei Messern. Erste Schwierigkeit, sie waren scharf. Das hier war richtig scharf, irgendwie 135 oder so, also schärfer als eine Cutterklinge bereits. Das hier war mit 180 oder so auch schon richtig, richtig scharf. Das hier war jetzt nicht so wahnsinnig scharf, war okay. So, aber die Herausforderung als Messerschleifer, als Schärfschleifer ist halt, wenn man schon scharfe Messer kriegt, ist die Erwartungshaltung der Besitzer natürlich eine ganz andere, als wenn man ein sehr stumpfes Messer bekommt. Wenn ein Messer mit fast 1 Kilo Kraft braucht, um Bessfaden zu durchtrennen, da kann man nicht viel verkacken als Schleifer, um das besser zu machen. Aber wenn wie hier ein Messer auf 135 Bess kommt, bevor ich überhaupt nur Hand angelegt habe, da liegt die Messlatte für die Herausforderung gleich mal eine ganze Ecke höher. Challenge accepted. Kein Problem. Hat super Spaß gemacht. Hat Gott sei Dank auch geklappt. So, genau, das war die eine Herausforderung. Die Messer waren krass scharf. Und die Schneiden mussten halt gefixt werden. Das war die nächste Herausforderung. Ja, Volumenschliff mit völlig unterschiedlichen Winkeln ist gut machbar. Man kann einfach mit der gleichen Toolbarhöhe alle durchschleifen. Das Einzige, was dann variiert, ist die Länge des Werkstücks für jeden Winkel. Je gröber ein Winkel, je robuster, also 30, 40, 50, 60 aufwärts im Schneidwinkel, umso kürzer das Werkstück. Je schmaler, je schlanker, flacher ein Winkel, also 30, 20, 10 runter, die schmalen Winkel, je länger muss das Werkstück sein, um weiter auf dem Rad aufzuliegen. Das kann man ganz wunderbar mit der Software einstellen, habe ich gleich erklärt im Anschluss. Genau, könnt ihr euch angucken, die Ergebnisse, was rausgekommen ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, guckt euch die Sachen an. Ich bin sehr zufrieden mit den Schliffen, hat auch ordentlich Ausdauer und Kraft gefressen, das fertig zu machen und Konzentration ohne Ende. Darum bin ich jetzt gerade auch ein bisschen tüdelig und jetzt kommt hier so Wirrwarr an. Noch irgendwas vergessen? Genau, wegen dem unterschiedlichen Finish. Das hier, das Grama, ist ein sauberer Grundschliff auf Korn 1000 gefinisht und die anderen beiden Messer sind All-In-Schliffe, die habe ich bis Korn 100.000 hochgezogen, also auspoliert. In der Schärfe, alle sind scheiße scharf. Die stehen sich in nichts nach, was den Schärfewert angeht. Es geht rein darum, dass bei den höher geschliffenen oder höher polierten Klingen die Oberfläche geschlossener ist, die Schneidkante noch etwas besser verfeinert ist und die Optik halt eine ganz andere ist. So, und mehr Unterschied ist da einfach nicht. So ist das. Genau, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Macht's gut, habt eine schöne Woche. Tschüss.
um diese drei Klingen im Volumenschliff bearbeiten zu können, also alle drei gleichzeitig zu schleifen, ist es notwendig, dass die Toolbar für alle zu schleifenden Winkel auf die gleiche Höhe eingestellt ist und das Einzige, was variiert, ist die Länge des Werkstücks. Das heißt, wie lang vom Anschlag hinter der Toolbar bis zur Schneide, die geschliffen wird. So, und das Ganze habe ich ausgerichtet an diesem Kochmesser hier mit 13 Grad und 13 Grad, das ist der Zielwinkel, und habe ermittelt anhand der Software von Hans, dass es 94,4 Millimeter Höhe der Toolbar sein müssen auf der Vertical Front Base. Das ist quasi meine Grundeinstellung, diese 94,4 Millimeter Höhe. So, und dann habe ich hier dieses Global Kochmesser, Entschuldigung, das mit 10 Grad pro Seite geschliffen werden soll. Und jetzt muss ich quasi nur noch in der Software vom Hans, wie die Software benutzt wird, könnt ihr euch bei Hans Plack Schleifjunkies angucken. Der hat da wunderbare Videos ganz ausführlich zu gemacht in der Schleifjunkies-Gruppe. In Facebook könnt ihr Fragen dazu stellen. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil ich das selber übers Handy mache und übers Handy filme ich auch. Darum kann ich das jetzt nicht anhand der Software einmal zeigen. Wer die Software kennt, der kann das aber nachvollziehen. Ansonsten, wie gesagt, gibt es da ganz tolle Tutorials zu. So, genau, eingestellt ist es auf 13,13, Höhe der Toolbar 94,4 Millimeter. Und nun habe ich in der Software eingegeben, was wäre denn, wenn mein Schleifwinkel 10 Grad sein soll? Und dann sagt er natürlich sofort eine ganz andere Einstellung für die Toolbar. Und jetzt muss ich einfach so lange mit der Werkstücklänge spielen in der Software, bis die Höhe der Toolbar für den 10-10-Winkel genau der Höhe der Toolbar hier diesen 94,4 entspricht, den ich für den 13-13 ermittelt habe. Das habe ich getan, kommt ein längeres Werkstück raus, eingestellt. Und ich zeige das jetzt nochmal anhand dieses kleinen Skramers hier, das auf 20-20 geschliffen werden soll. Da habe ich das auch schon ermittelt in der Toolbar, in der Software. Und die Software sagt, ich brauche 136 Millimeter Werkstücklänge. So, die habe ich mir hier eingestellt. Dann habe ich die 136, nehme ich hier an meinem Längenmessblock. Zack, schlag das an. So, das ist quasi die Werkstücklänge, die es haben muss, wenn ich mit der Toolbar-Einstellung, mit der ich die anderen beiden Winkel anlege, jetzt diesen Winkel hier von 20-20 anlegen möchte. Und jetzt spanne ich mir das kleine Skramer ein. Das sieht schon ganz gut aus. Ich mache einmal kurz hinten auf und verkürze noch ein bisschen, dass ich ein bisschen weniger fasse. Dann habe ich ein bisschen mehr Luft vorne bei der Klammer. So, das sollte reichen. So, und dann schlage ich das hier so leicht schräg rein. So. So möchte ich es haben. So. Gut. Jetzt einmal festziehen. Wackelt nicht. Ist dran. So, Skramer eingestellt. So, einmal zum Zeigen. An diesem Global sitze ich jetzt schon 30 Minuten und wahrscheinlich verbringe ich nochmal 30 Minuten da dran, um die Schneide neu anzulegen. Denn das, was ihr hier sehen könnt, oben die weiße Linie, die durchgeht, ist der Grat. Und genau hier, da wo jetzt weiß ist und der Rest ist grau, das ist ein Schneideneinbruch. Da war die Schneide schon so beschädigt durch Schleifen und Nutzung, dass sich hier ein Recurve eingeschlichen hat. Dadurch, dass ich zurzeit nur mit einer Lupenlampe arbeite, weil die zweite leider kaputt gegangen ist und ich auf eine neue warte, habe ich den nicht richtig gesehen. Und das Ding kostet mich jetzt wahrscheinlich nochmal eine halbe Stunde Zeit, damit ich eine gleichmäßige Schneide angelegt bekomme. Das hier ist übrigens etwas, da reden wir nicht mehr von Schärfschliff verpassen, das ist eine Schneidenreparatur. Sowas finde ich ist ganz wichtig, das auch mal zu zeigen, weil sich kaum einer eine Vorstellung macht, wie viel Arbeit in einem sauberen Neuanlegen einer Schneide stecken kann. Der Teufel steckt im Detail, denn das Ding werden die Besitzer wahrscheinlich auch nicht gesehen haben. So, eine halbe Stunde später ist es soweit. Das hat jetzt eine Stunde 15 Minuten gedauert, auf CBN 80 hier einen durchgehenden Grat zu erzeugen. Ihr könnt ihn sehen. Auch an der Problemstelle haben wir ihn jetzt.
Eine Stunde 15, CBN 80. Und jetzt können wir endlich weitermachen mit den anderen Messern und mit diesem Messer.